Baden-Württembergische Golfverband ist nicht nur sportlich, sondern auch im sozialen Bereich inzwischen sehr aktiv. Wir fühlen uns verpflichtet, unseren schönen Sport auch mit Menschen mit Behinderung zu teilen. Die heutige Veranstaltung soll beispielhaft aufzeigen, wie Aktivitäten mit Menschen mit Behinderung ablaufen können, ohne dass die Teilnehmer dabei überfordert werden. Peter, komm her, mein Lieber. Kommst du dazu? Ja, ja. Ich bin Oberkapo, du bist zweiter Kapo. Und ihr drei haben miteinander. So, wir werden zusammen zu neu trainieren, aber ihr drei und ihr drei Mannschaften, ihr bleibt einander. Also Freunde, an die Stationen mit Kapitän. Wie lernt einer? Was ist der Sport? So viel wird übertragen, oft das Rollen des Balles, erstmal das Putten für den Minigolf übertragen. Oft wenige Fragen öfter wiederholen, damit der Mensch das Konzept bekommt. So, der Sinn des Golfsports wäre, Ball ins Loch bringen. Einverstanden. Und dann zur Übung gehört auch für mich die Verwendung der Name des Personen, dass sie wissen, dass ich weiß, wie die heißen. Ja. 145 Meter Abpass. Gleichstand. Da sind viele Komponenten, die bei beiden Gruppen sozusagen erfolgreich sind und verlangt werden. Ihr merkt, das Konzept über den Golfschuh zu lernen, ist nicht der Erfolg beim Golfen. Es ist die Kommunikation mit der Person, der gegenübersteht. Und so mit Ansprache, das ist ein kleiner Unterschied. Ja, man muss auch die persönlichen Räumlichkeiten respektieren. Aber je mehr ich unterrichte, je ähnlicher gehe ich mit Behinderten an, als nicht mit Behinderten. Es ist alles ums Gefühl und Respekt für die Person. Ja, zum Thema Zeitrahmen für so einen Kurs, 2 Stunden ist gut, 120 Minuten. Und während der 2 Stunden soll man sicherlich ein paar Pausen einbauen. Die Kunden, die Gäste brauchen das zum bisschen Erholen. Und auch für das Trainerteam wichtig, um zu gucken, wie ist die Lage. Muss man heute was improvisieren? Ziehen wir durch wie geplant? Wie ist die Stimmung? Also, so, wenn ihr guckt, so in dem Bereich hier, zwischen meinen Armen hier, alles in die Richtung. Und wichtig wäre auch nach 2 Stunden, dass die Leute auch frisch dann die Anlage verlassen, dass der Tag toll war, nicht, dass sie irgendwie müde werdet. Eben, das Grad, und wie ist der, Marika? Gebogen. Eben. Und der ist gebogen, warum? Damit der Ball in die Luft kommt, Uwe. Richtig. Fliegt die Farbe, fliegt der Ball. Besonders wichtig für mich wäre, dass die Leute spüren, wie viel Respekt wir für die haben. Sie wissen, dass sie anders sind. Trotzdem ist wichtig, die umzuahmen. Nicht nur zum Teil physisch, aber auch geistig. Dass die wissen, die wichtig zu uns sind. Das Wichtigste ist die Persönlichkeit des Kursleiters. Also er muss viel Geduld mitbringen und vor allen Dingen Empathie. Seine pädagogischen Qualitäten sind von besonderer Bedeutung, damit er sich auf die Gruppe einstellen kann, die richtige Ansprache findet und, wie wir es bei Ihnen auch gesehen haben, vor allem Spaß vermitteln kann. Unser Ziel ist, möglichst viele unserer Clubs anzusprechen und sie für die gute Sache zu gewinnen.